Ho, ho, ho! Fröhliche Zita! Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die Shimakaze Stufe Legendär Zerstörer bei den Japanern. Und ja, viele haben sich überhaupt nicht auf sie gefreut, weil viele sagen, das Ding ist mega stark. Das wird genauso nervig werden wie die Jubachi. Und das wollen wir heute herausfinden, ob das Teil wirklich so gefährlich ist wie die Jubachi oder ob sie ihrem Ruf nicht gerecht wird. Den geschichtlichen Teil hauen wir wieder hinten dran, der ist sehr kurz, also macht euch keine Sorgen. Und dann würde ich sagen, langer Rede, kurzer Sinn, wir schauen einfach mal, was wir so in die Bude reingebaut haben. Als erstes haben wir natürlich das Zielsystem Mod 1. Beim zweiten, das ist natürlich sehr, sehr neu für einen Zerstörer, für meine Seite, das Schadensbegrenzungssystem Mod 2. Man kann aber auch Steuergetriebe Mod 2, also bei den zwei Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil auf Legendär habt ihr die Alaska zum Beispiel, ihr habt halt auch die ganzen 7er Kreuzer wie Cleveland und Co., die euch dann permanent mit HE auch anzünden und ich muss euch sagen, die Shimakaze brennt sehr, sehr schnell. Deswegen habe ich mich hier für Schadensbegrenzungssystem Mod 2 entschieden, weil einfach, ihr seht es ja, minus 15% Feuerdauer und minus 15% Wassereinbruch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde wahrscheinlich wieder das Steuergetriebe Mod 2 nehmen, weil sie von Haus aus doch ziemlich träge ist. Ja, dann habe ich natürlich hier wieder das Tarnsystem Mod 1 drin. Dann habe ich hier Torpedowerfer Mod 3 drin, um einfach die Nachladezeit von den Torpedos zu reduzieren, so rum. Natürlich haben wir das Risiko, dass unser Torpedowerfer 50% schneller ausfallen kann. Dann zum Schluss könnt ihr noch die Langstreckentorpedos einbauen. Das habe ich gelassen, weil ihr habt ziemlich hohe Nachteile. Ihr seht schon, wir haben dann plus 18,6% Nachladezeit. Wir haben dann eine Nachladezeit von 130 Sekunden. Das ist halt schon sehr, 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 sehr hoch. Und dann haben, klar, wir machen zwar deutlich mehr Schaden. Wir haben dann 24.896 Schaden. Das ist brutal. Das ist richtig, richtig viel. Überlegt mal, ihr könnt dann zum Beispiel mit zwei Torpedos circa fast eine Bismarck rausnehmen. Also das ist schon richtig krass. Da müsst ihr richtig aufpassen als Schlachtschifffahrer. Kreuzerfahrer können schon wirklich nach zwei Torpedos sofort weg sein oder sogar manchmal auch schon nach einem. Es kommt immer auf das Leben drauf an. Wir haben eine Torpedoreichweite dann von 12,8 Kilometern. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, klar, es ist gefährlich, nah ranzufahren, weil es auf Tier 7 halt wirklich sehr, sehr viele Radarkreuzer gibt. Es hat mir aber nicht gefallen. Ihr seht es auch, wir haben dann auch nur in Anführungszeichen 71 Knoten Torps, was natürlich auch sehr schnell ist. Wir verlieren aber allerdings wieder 9 Knoten Torps. Und die Torpedoerkennbarkeit wird zwar wieder besser. Es war mir, die Nachladezeit war mir einfach zu hoch. Ich hab's getestet. Nee, also 130 Sekunden, das sind 2 Minuten, 10 Sekunden. Das ist verdammt viel. Also ihr könnt dann wirklich kaum torpen und deswegen habe ich es gelassen, bin ich ganz ehrlich. So, dann gehen wir mal auf die Ausrüstung. Ihr seht, wir haben nicht viel dabei. Wir haben nur Schadensbegrenzung, wir haben nur Nebelerzeuger und wir haben nur Motorboost. Wir haben nur zweimal Nebelerzeuger, wie ihr seht. Und wir haben auch nur zweimal Motorboost. Wir können da hier mal gucken, wir haben eine Wirkungsdauer von 21,2 Sekunden. Was auch... Ach, Wirkungsdauer, was erzähle ich denn? Dauer der Nebelwand, wollte ich natürlich sagen. 94,3 Sekunden, das ist natürlich ordentlich. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten und auch leben. Ja, wie gesagt, dreimal Torpedoboost haben wir dabei. Wir haben kein Torpedo-Nachlade-Booster, was ich auch gut finde, weil das wäre dann auf jeden Fall zu krank. So, gehen wir mal auf die Werte. Wir haben hier Überleben, Trefferpunkte 16.110. Das ist ziemlich viel für einen Zerstörer. Wir haben eine Panzerung von 6 bis 20 mm. Das ist in Ordnung. Wir haben hier 3x2, 127 mm. Wir haben Feuerreichweite von 10 km. Das ist auch okay. Also, ihr wisst ja, die normalen japanischen DDs sind nicht dafür bekannt, dass sie wirklich gut mit ihren Guns abschließen können oder... Sie sind nicht bekannt dafür, dass sie halt mit denen ganz richtig was reißen können. Hier kann man sagen, klar, wir haben eine Nachladezeit von 7,2 Sekunden. Damit lässt sich aber arbeiten und man kann halt so sich auch mal zur Not wehren. Sie ist trotzdem ein Torpedoboot. Das solltet ihr nicht vergessen. Also ich sag mal, eine Lightning und sowas, die werden euch das Leben definitiv schwer machen. Sprenggranatenhöchstschaden haben wir hier 1800, Brandwahrscheinlichkeit 7% und AP-Granatenschaden 2200. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Interessanten. Wir haben hier 3x5 610 mm, wir haben eine Nachladezeit von 95,6 Sekunden, das ist okay. Wir haben Dauer 480 Grad Kehre 6 Sekunden, Höchstschaden 22.382, das reicht uns voll und ganz. Torpedoerkennbarkeit zur See 1,8 Kilometer, also sie gehen ziemlich früh auf. Torpedoreichweite 9,3 Kilometer, was uns komplett reicht. Dafür haben wir eine Torpedogeschwindigkeit von 80 Knoten, das ist voll
krank. Es ist wirklich sehr, sehr krass. Ob man das wirklich braucht, weil ich sag immer wieder, die großen Schlachtschiffe wie Kurfürst und Yamato, die können sich kaum wehren. Dann muss man solche extrem schnellen Torpedos reinbringen, die auch noch so einen krassen Schaden machen. Ich weiß nicht, Wargaming, ich find's ein bisschen zu viel des Guten. Bin ich ganz ehrlich. Ich find's ein bisschen zu viel des Guten, weil wir kommen nämlich auch gleich auf den Tarnwert. Ihr seht schon, Tarnwert haben wir hier 100%. So, Manövrierbarkeit haben wir hier 92 Punkte, Höchstgeschwindigkeit 39 Knoten, Wendekreis 690 Meter, das ist relativ viel für einen Zerstörer und eine Ruderstellzeit von 3 Sekunden. Also die Ruderstellzeit ist in Ordnung, den Wendekreis 690 Meter, das ist halt wirklich viel und das werdet ihr auch merken. Also ihr habt wirklich einen großen Wendekreis, ihr werdet es auch gleich im Video sehen, dass wir doch ordentlich brauchen, bis wir das Ding gedreht haben, aber trotzdem ist sie wirklich in Ordnung. Tarnung haben wir hier 4,9 Kilometer, Freunde. 4,9 Kilometer. Das ist krank. Das ist wirklich, wirklich krank. Ja, da kann man natürlich viel Spaß mit haben und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man schon so einen krassen Tarnwert hat, dann braucht man keine 80 Knotentops. Finde ich persönlich ein bisschen zu viel. Weil, überlegt mal, Freunde, ihr habt eine Dreierdivision mit Shimakaze, da macht BB-Fahren keinen Spaß mehr. Das weiß ich jetzt schon. Da muss man immer, wirklich immer mindestens einen Lesker in der Division haben, sonst wird's echt langweilig, beziehungsweise echt stressig. So, und ihr wisst ja, Yamato und Kurfürst sind nicht dafür bekannt, dass sie natürlich auch wie ein Aal so Torpedos ausweichen können. Wir haben eine Erkennbarkeit zur Luft 2,6 Kilometer, eine garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer und im Nebel gehen wir bei 2,5 Kilometer auf. Übersicht, wir sind unsichtbar, ja, das stimmt, wir haben großen Ertrag, definitiv, viel zu viel, wenn ich ehrlich bin, und schnell überdurchschnittliche Geschwindigkeit. Ja, man kann mit dem Argument kommen, ja, gut, kommen Yamato und Kurfürsten, die haben halt auch ein Riesenleben, das stimmt, man muss aber auch sagen, es sind natürlich auch mal viele 7er-Schiffe dabei und die haben dann nicht wirklich viel Spaß. Also es kann wirklich, wirklich kommen, dass man sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Hightier, das ist mir einfach zu krass geworden. Ich kann es verstehen. Ich bin ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Ja, Freunde, dann kommen wir mal zu meinem Raizo Tanaka. Ich muss da jedes Mal an das Lied denken, ne? Dieses Lalalala, Tanaka. Ja, ich weiß, ich bin bekloppt. So, wir haben natürlich als Inspiration Erich Bey und natürlich Jerzy Zwierzki. Wir wollen natürlich die Stärken des Schiffes herausheben und das ist natürlich der Tarnwert. Wir haben als erstes, haben wir hier Unterwasserprojekt drin, verringert die Nachladezeit der Torpedowerfer und erhöht die Geschwindigkeit der Torpedos, erhöht die Nachladezeit des Zerstörers. Ihr habt es ja gesehen, 7,5 Sekunden, also ihr könnt das Ding auch wirklich dann gut mit den Bewaffnungen spielen, wenn ihr natürlich jetzt zum Beispiel nur auf Kontakt steht, unmittelbar bevor geht. Ja, als zweites habe ich dann natürlich hier zerbrechlich Bedrohung, Zerstörererkennbarkeit minus 10%. Ihr könnt natürlich auch minus 6% nehmen. Ich gehe da immer gerne auf Risiko. Dann haben wir hier Torpedo-Safari, Torpedoreichweite plus 16%. Man könnte natürlich hier auch wieder auf vorrätig gehen, um einfach nochmal ein bisschen die Nachladezeit runterzudrücken. Es sind aber nur 8% in Anführungszeichen. Und dann haben wir natürlich Nebel über dem Wasser, erhöht die Wirkungsdauer des Nebelerzeugers, ist ja klar. Und zum Schluss haben wir Ich will Tempo. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum geschichtlichen Teil und dann sehen wir uns gleich im Gefecht wieder. Bis gleich! Ja, Freunde, kommen wir zum geschichtlichen Teil von diesem Schiffchen. Die Kiellegung war am 8. August 1941 und die Indienststellung am 10. Mai 1943. Sie war 126,5 Meter lang, 11,2 Meter breit und hatte eine Gesamtverdrängung von 3096 Tonnen. Also es war schon ein ganz schöner Brummer für einen Zerstörer. Die Shimakaze war ein Flottenzerstörer und gleichzeitig ein Prototyp. So außergewöhnlich wie das Schiff war, so normal war ihre Geschichte. Die Japaner nutzten sie nicht wirklich als Zerstörer, sie wurde auch nie einem Zerstörerverband zugeschrieben, sondern als Kommandoposten und Flaggschiff benutzt. Sie verbrachte hauptsächlich ihre Karriere als Eskorte und Sicherung der Truppen. Bei der See- und Luftschlacht im Golf von Leyte vom 23. Oktober bis zum 25. Oktober 1944 rettete sie Überlebende der Musashi und des Kreuzers Mayas. Mit diesen Überlebenden überladen blieb sie während der Schlacht vor Sama im hinteren Teil der japanischen Flotte und war nicht in der Lage, ihre Torpedos einzusetzen. Allerdings erlitt sie durch Luftangriffe und eine kleinere Kollision mit dem Zerstörer Akishimo leichte Schäden und kehrte am 31. Oktober nach Manila zurück. Am 4. November 1944 wurde sie zur Sicherung eines Truppenkonvois von Manila nach Ormoc beauftragt. Dabei wurde sie am 11. November nordöstlich von Cebu durch Trägerflugzeuge der amerikanischen Task Force 38 angegriffen.
angegriffen und schwer beschädigt. Das brennende Schiff driftete mehrere Stunden, bis es explodierte und sank. Ja, und am 1. Dezember 2017 wurde dann das Wrack entdeckt. Hier ein Bild davon und das war's dann auch schon. Ja, Freunde, ein besonderes Schiff mit einer ziemlich bescheidenen Geschichte. Schauen wir mal, ob das Schiff im Spiel auch so bescheiden ist oder doch extrem deftig. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Shimakaze. Wir sind hier Schlafender Riese, Herrschaft unterwegs. Ihr seht's, wir haben hier fast nur legendäre Schiffe. Ja, ich liebe ja die Karte, ne? Ihr wisst es ja. Allerdings muss ich sagen, mit einem DD ist die Karte nicht schlimm. Mit einem Schlachtschiff mag ich sie gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich muss sagen, wir sind hier auf der richtigen Seite gespawnt. Also bei A bin ich dann doch lieber als wie bei C. Ja, Freunde, dann schauen wir mal, was die Shimakaze so kann. Ich kann euch sagen, das Ding ist wirklich, wirklich böse. Und ja, wie soll ich sagen? Alle Leute, die die Jubachi gehasst haben, werden die Shimakaze verfluchen, verteufeln. Ich finde gar keine Worte dafür. Die Leute, die sie natürlich selber spielen, die werden mit ihr viel Spaß haben. Klar, man muss erstmal mit ihr klarkommen, keine Frage. Aber ja, wenn man den Dreh raus hat, ist sie sehr, sehr gefährlich. Aber das war ja die Jubachi auch schon. Also eine Yamato und eine große Kurfürst, die dürfen sich jetzt warm anziehen. Es ist halt schwierig mit den Schlachtschiffen, den Tops ausweichen zu können, weil, ja, ihr wisst es ja selbst, ne? Die Dinger sind so riesig, die brauchen so dermaßen lange, bis sie da in irgendeiner Weise gedreht haben. Ich weiß nicht, ob die Shimakaze so eine gute Idee war für die Legendären, weil, ja, die 7er DDs machen natürlich schon aus den legendären Schiffen Kleinholz. Wir fahren jetzt hier Richtung A. Ich möchte natürlich A einnehmen. Wir sind hier ein DD und möchten natürlich hier auch cappen. Ihr seht, wir sind der einzige DD im Spiel. Das ist schon mal ganz geil. Wir hatten aber allerdings, glaube ich, auch Alaskas im Gegnerteam. Dort müssen wir natürlich aufpassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um halt nicht durch das Radar aufgedeckt zu werden. So, wir haben jetzt hier mal bestätigt. Wir werden dann hier, ich vermute mal, da ist nämlich ein Flugzeug, das hier die ersten Schiffe gleich um die Ecke kommen werden. Wie gesagt, der Vorteil ist, dass wir jetzt hier keinen feindlichen DD haben. Ah, kommt noch nichts. Kommt noch nichts. Vielleicht sind sie zu langsam, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie hier kommen. Weil ihr wisst ja selbst, wenn ihr selbst spielt, ihr fahrt meistens wirklich außen rein. Wer innen rein fährt, ja, da ist die Alaska. Da müssen wir natürlich aufpassen. Die hat nämlich, wie gesagt, Radar. Wir werden jetzt hier einfach mal querwild reintorben, um, ich sage mal, die Möglichkeiten zu verkleinern, dass sie ausweichen kann. Und ihr seht es, ne? Die Torps gehen ab. Die Torps gehen ab. Das habe ich euch ja schon im Infoteil alles erzählt. Wir haben halt eine ziemlich hohe Nachladezeit. Ja, wir haben jetzt schon mal die Alaska einmal getroffen. Das ist schon mal sehr gut. Ihr seht es, 19.000 und sie hat einen Wassereinbruch. Und sie ist weg. Das war eine schnelle Runde. Ein schneller Start. Blackstar. Oh, oh, oh. Vielleicht ist das Sui Stars Verehrer. Wir wissen es nicht. Dann werden wir natürlich mal hier liebevoll anklopfen. Grüße gehen natürlich raus an Sui. So. Ah, da waren wieder unsere bekannten kleinen grünen Pünktchen. Ja, wie gesagt, also der Nachteil von der Shimakaze ist die Nachladezeit. Aber eine Shimakaze sollte man auch nicht offensiv, aggressiv wie ein Gun-DD spielen. Sie ist wirklich eher ein Supporter. Da ist sie sehr gefährlich, wenn man sich relativ weit hinten mit ihr hält. Dafür hat sie halt auch die Reichweite. Ah, Yamato fährt wieder ein Stück zurück. Ich weiß nicht, was unser Alaska hier vorhat. Das wundert mich hier ein bisschen. Will sie sie rammen? Ihr wisst ja selbst, im Stream haben wir es auch versucht. Das geht immer schief. Jawohl, da hat die Yamato eine kassiert. Ich vermute mal ganz stark von der Leska. Ah, es reizt mich schon, Freunde. Es reizt mich schon, jetzt links rumfahren zu wollen und dort nochmal unsere Torps rauszuwerfen. Ha? Ihr wisst selbst, ne? Die Verlockung ist sehr groß. Man möchte natürlich auch mal so ein Riesenschiff versenken. So. Hauen erstmal hier nur ein Pärchen raus.
Mehr ist sie nicht wert. Nebeln uns ein, damit wir natürlich wieder schleunigst zugehen. Jetzt wissen natürlich die Leute, dass wir hier hinten rumfahren. Ah, das ist die andere Yamato. Ja, kriegt sie eine? Ah, schade. Aber die Richelieu dahinter könnte die anderen Torps futtern. Die könnte die Torps futtern. Zumindest ein. Leider nicht. Leider nicht. So, jetzt sind wir hier nochmal auf beide Yamatos gegangen. Schade. Sehr schade. Da werden wir jetzt hier natürlich nochmal mit HE ein bisschen draufballern. Und ihr seht, es ist eigentlich im Großen und Ganzen eine normale Nachladezeit von japanischen Zerstörern. Ich rede jetzt nicht von Akizuki und sowas. Also wie die anderen normalen, wie die, ja, wie heißt sie denn auf Nummer 7? Die Kagero hat ja auch so um die 7 Sekunden Nachladezeit. Also jawohl, hier schön 20.000 Yamato gedrückt. Und sagt nochmal 16.000. Also das, die Torps tun richtig, richtig weh. Ich will gar nicht wissen, wenn man mal ein 7er Schlachtschiff da hat, was wir mit dem 7er Schlachtschiff anfangen können, beziehungsweise anrichten können. Na komm, jetzt brennt doch endlich mal Yamato. Ich möchte da auch mal einen Kill haben. Ah. Ah, Richelieu dreht wieder ab. Ah, jetzt ist er natürlich zu. Aber unser Nebel ist auch gleich weg. Wir müssen natürlich jetzt hier ein bisschen aufpassen. So, gehen wir hier nochmal auf die Yamato. Ja, ich hätte vielleicht die Richelieu nehmen sollen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ah, Tippitz! Mach Platz da, ich muss arbeiten. So, wir drehen hier nochmal. Ihr seht, sie ist auch relativ träge. Also ihr habt einen ziemlich großen Wendekreis mit ihr. Das müsst ihr natürlich einkalkulieren. Wie gesagt, ich würde euch immer empfehlen, mit der Shimakaze nicht zu nah in den Nahkampf zu gehen. Gerade wenn feindliche DDs drin sind, gerade wenn feindliche Gun-DDs drin sind, kann es gefährlich werden. Dann kann es für euch echt gefährlich werden. Ja, schade, die Richelieu dreht jetzt rein. Die dreht jetzt rein. Dann fahren wir jetzt hier rein und nehmen erstmal ein. Oh! Die Yamato ist gesunken. Sehr schön. Die hatte wahrscheinlich einen Wassereinbruch. Hab ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wenn ich ehrlich bin. So, wir nehmen jetzt hier A ein. Weil die Kollegen im Gegnerteam haben natürlich schon einen Punkt. Und haben uns natürlich da drüben komplett aufrasiert. Also unsere rechte Flanke ist komplett eingefallen. Ist natürlich nicht so schön. Ja, da wollte ich mal gucken, in welche Richtung die Yamato fährt. Ob sie rückwärts fährt oder vorwärts. Das kann man damit immer wieder schön kontrollieren. Und ihr seht selbst, wir haben heute wieder leichte Lecks gehabt. Also auch Sui hat mir schon erzählt gehabt, dass sie heute ein paar Lecks hatte. Also heute läuft es ein bisschen instabil. Aber das soll uns natürlich hier nicht aufhalten. Na, komm schon. Ist schon ein langes Kerlchen hier, ne? Also die Shimakaze ist schon echt ein langes Kerlchen. Der Schaden ist halt brutal, was das Ding macht. Das muss man wirklich ehrlicherweise sagen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, wenn ich dann Schlachtschiff fahre und nur noch Shimakazes vertreten sind. Also da muss man immer in der Division fahren, dass mindestens dann einer eine Leska mitnimmt, damit er auch Radar nutzen kann. So, Freunde. Ah, schade. Richelieu dreht wieder. Ich dachte eigentlich, dass die Richelieu jetzt hier um die Ecke kommt. Ärgerlich. Da ist die Azuma. Aber die ist zu weit weg. Die ist zu weit weg. Tirpitz. Können wir ja mal einen Werfer raushauen. So, wir wollen uns natürlich jetzt hier die Richelieu. Na, die Yamato müsste auch gleich hier um die Ecke kommen. Da sollten wir natürlich mit zwei Werfern doch ordentlichen Schaden produzieren können. Ja, unser Tirpitz ist leider raus. Ist auch ein Zuschauer gewesen, der Miroslav. Der hat mir dann geschrieben gehabt. Ah, da ist die Yamato. Sehr spät aufgegangen. Nicht schön. Au, 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 au. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Aber wir können hier auch nochmal nebeln. Wir können hier auch nochmal nebeln. Zack, 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 zack. Und die Yamato ist raus. Sehr schön.
Sehr, sehr schön. Wir sind wieder zu, Gott sei Dank. Also wir hatten hier jetzt wirklich sehr viel Glück. Da hat der Adler nicht ordentlich aufgepasst. Da war er wieder ein bisschen zu gierig. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ah, Richelieu. Haben hier leider einen Motorschaden, den wir aktuell nicht reparieren können. Aber in 3 Sekunden können wir wieder reparieren. Ah, schön. Richelieu ist raus. Da unten kommen noch die 2 Kreuzerchens. Und 2 Schlachtis haben wir auch noch auf der Uhr. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, drehen wir mal um. Und schauen mal, dass wir hier noch ein bisschen was versenkt kriegen. Wie gesagt, Vorteil ist, dass wir jetzt hier auch ein Cap haben. Wir müssen jetzt hier unbedingt nochmal ein Schiffchen versenken. Oder halt nach B reinfahren. Ich weiß halt nicht, wie die Türpe zerrt. Und das ist halt sehr gefährlich. Wir haben halt nur noch 2500 Leben. Durch unseres, ja, wie soll ich sagen, durch unser riskantes Manöver. Und deswegen müssen wir jetzt doch ein bisschen defensiver bleiben. Deswegen fahren wir jetzt hier doch die große Schleife. Was eigentlich Blödsinn ist. Also, es wäre natürlich schöner. Ja, siehst du, da ist nämlich die Türpe. Die dreht aber Gott sei Dank wieder um. Ja, wie gesagt, es wäre sinnvoller gewesen, wenn wir andersrum gefahren wären und dann Richtung B. Mir war es dann doch ein bisschen heikel, weil wir halt wirklich viel kassiert hatten. Und mit einer Breitseite oder halt auch mit der Secondary, wenn er die Secondary geskillt hat bei der Türpitz, die hätte uns dann schnell rausnehmen können. Ne? Und das war mir dann doch ein bisschen riskant. Jetzt sind wir hier drüben, helfen jetzt hier so ein bisschen gegen die Azuma. Wenn wir drankommen sollten. Ah. Jetzt haben wir Reichweite, 9,2 Kilometer. So. Hauen wir mal einen raus. Sicher, sicher. Na komm schon. Ah, die Türpitz. Die Türpitz, die hätte ich gerne noch, Freunde. Die Türpitz hätte ich noch gerne. Die hätte ich gerne. Da kommt noch ein Kurfürst. Da können wir natürlich auch noch ein bisschen snacken. Jawohl, schön. Azuma haben wir auch noch erwischt. Sehr schön. Geil. Und das war nur ein Torpedotreffer, Freunde. Jetzt hoffe ich ja noch, dass der Kurfürst jetzt hier um die Ecke kommt, dass wir den nochmal schön eine drücken können. Eieieiei, das ist so kantig an der Ecke. Ah, komm, wir versuchen's. Vielleicht bremst er ja ab. Wäre natürlich sehr schön. Schade, dass er nicht früher aufgegangen ist. Haben leider natürlich auch keinen Nebel mehr. Bremst er ab? Ich weiß es noch nicht. Es sieht aktuell ziemlich gut aus. Da kommt noch eine Hipper. Komm schon. Jawohl. Und der Kuhfürst hat es nicht überlebt. Wir haben ihn hier noch rausnehmen können, Gott sei Dank. Tja. Haben wir doch noch Glück gehabt, dass er da nicht aus unserer Range rausfährt. 4 Schiffe versenkt, Freunde. Ich hoffe ja mal, dass wir hier vielleicht sogar noch einen Kraken machen könnten. Punktetechnisch sieht es jetzt gut für uns aus. Ja, die Hipper traut sich leider nicht vor. Ja, Turbets wird jetzt außenrum. Das ist ziemlich schnell. Das ist sehr, sehr schnell. So, Freunde. Sieh zu. Ja, komm schon, Hipper. Gönn uns den Kraken. Ah, ist nur eine Minute. Ah, die Hipper dreht wieder ab. Sei doch nicht so Hipper. Ich bin doch total lieb zu dir. Ah.
Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, jetzt wird der Adler wieder ein bisschen riskant. Jetzt rieche ich halt wieder den Kraken und möchte den natürlich dann auch mitnehmen. Aber ja, es wird eng. 23 Sekunden. Das wird sehr, sehr eng. Aber ich denke mal, sie wird nicht mehr rumkommen, die Hippo. Sie wird leider, leider nicht mehr rumkommen. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Schade, 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 schade. Ach, Mann. Die 2 Sekunden sind jetzt leider rum. Ja. Oh, die hätte vielleicht sogar treffen können. Ein paar Sekunden länger und wir hätten vielleicht sogar noch unsere Krake gemacht. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ist uns leider nicht vergönnt. Aber immerhin, Freunde, 165.254 Schaden. 4 Schiffe versenkt, einmal erobert, 12 Zieltreffer mit den Torpedos, Platz 1 mit 2.625 Basis-CP. 274.000 haben wir sogar plus gemacht. Ja, kleines Fazit zum Ende. Die Shimakaze ist sehr, sehr gefährlich. Also das solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Wenn sie im Gegnerteam ist, dann fahrt sehr vorsichtig. Ihr habt es gesehen, die Torpedos hauen richtig, richtig böse rein. Die können richtig brutalen Schaden machen. Ihr könnt euch freuen, wenn ihr sie dann demnächst freispielt oder freigespielt habt. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Vielleicht sogar morgen schon mit dem Khabarovsk-Video. Bis dahin, euer Adlerware. Macht's gut!